Halt dich fest, Herr Jötun. Ich glaube, fürs Erste sind wir sicher. Nicht zurückschauen, Tove. Nicht auf die gewaltige Feuersäule hinter uns wahrscheinlich. Oh Gott, was ist da geschehen, Mann? Können wir noch schneller fahren? Ja, und gegen den nächsten Stein. Ja, dieses Ding darf uns bloß nicht einholen. Du und Herr Jötun, haltet euch gut fest. Hui. Der alte Schlitten, der kann auch was. Offensichtlich. Oh ja, oh ja, oh ja. Alles wird gut, kleiner Tomte. Komm jetzt. Tove, wann werden wir Papa wiedersehen? So bald wie möglich. Also lass uns Hilfe suchen, okay? Wir können durch den Wald in die Stadt gehen. Aber der Wald ist gruselig. Ist er gruseliger als das andere Ding? Touché. Wir müssen weiter. Tove, ich bin so müde. Ach, jetzt auf einmal. Können wir uns hinsetzen? Es ist nicht mehr weit, kleine Tomte. Es kann nicht mehr weit sein. Ja, denkst du. Und was haben wir? Wir haben das Abzeichen großer Hügel. Ich freue mich. Oh ja, und da müssen wir auch noch reingucken. Wir haben ansonsten nicht viel. Okay. Immer noch Kapitel 1? Sehe ich das richtig? Okay. So, was haben wir hier? Ah ja. Origami-Wolf. Cool. Cool, cool, cool. Und die Abzeichen. Nice. Ich glaube, das ist alles. Bin mir nicht sicher, aber gut. Es ist sicher nicht mehr weit. Ist das hier irgendwie so ein random Wald? Die Kamera zoomt immer weiter raus. Vielleicht finden wir einen freundlichen Elva, der uns den Weg zeigt. Ich mir die Raben. Wo ist er? Hallo? Wir haben uns nicht verirrt. Aha. Es gibt keine Waldgeister. Kann ich auch hier unten lang oder so? Ja. Ich glaube, wir müssen einfach weiter. Oder vielleicht doch. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Und die Raben. Die Raben warten auf uns. Oh nein, sieht aus wie eine Sackgasse. Sag mal. Ist das, was ich glaube, dass es ist? Lars, bleib in meiner Nähe. Lars? Lars! Nein, Lars, komm zurück. Ja, und jetzt? Oh, scheiße. Oh nein. Lars? Herr Jötun hat einen Elfer gefunden. Lauf nicht davon, Herr Jötun. Ich habe versprochen, dich nicht zu verlieren. Jetzt dreh nicht am Rad. Hä? Dreh nicht am Rad, Junge. Ja. Ich komme. Halte durch. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ich werde dich retten. Halte durch. Ja, aber wie? Aber wo? Was? Das hat sie jetzt von alleine gemacht. Ich hätte jetzt gern geguckt, was das für ein gelbes Objekt da war, aber... Konnte ich nicht. Durfte ich nicht. Lars, wo bist du? Scheiße. Herr Rabe?
Können Sie uns helfen? Oh, ich glaube nicht. Ein Fußabdruck? Ja, ja. Das muss der richtige Weg sein. Nein, nein. Miep. Aha. Oh, du hast mir Angst eingejagt. Wo soll ich jetzt hingehen? Lars, kannst du mich hören? Okay, okay, okay. Tiefer Wald. Lars ist weg. Ich dachte, er wäre hinter mir. Ich glaube, es hat ihn geschnappt. Was auch immer dieses schreckliche Ding sein mag. Ich muss ihn finden. Oh Mann. Aber der hier kann uns doch bestimmt helfen. Ja, 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 ja. Oh, wie die Statue in der Nähe unseres Hauses. Ja. Ich bin immer lieb. Meistens. Aber diese hier ist viel größer. Oder wir sind geschrumpft. Es klopft da so rum. Okay. Ja, nicht die Raben, oder? Können wir hier lang? Aha. Ach, wie bin ich? Konzentrier dich. Was habe ich übersehen? Ja, ja. Also. Will er uns sagen, dass wir nach rechts müssen, weil er so ein bisschen nach rechts guckt eventuell? Oder weil da kein Schnee ist? Haut ab, Vögel. Ja, ja. Ne? Also mit ihm interagieren kann ich scheinbar nicht nochmal. Oh, es muss einen anderen Weg geben. Lass mich in Ruhe. Okay, okay. Ja, 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 ja. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt so? Kommt hier noch irgendwas? Fußabdruck? Genau, es muss der richtige Weg sein, ja. Noch irgendwas? Können wir denn hier links noch irgendwas machen? Oh! Oh, warte mal, da ist was. Dort hinten scheint etwas zu sein, ja. Murmeln! Lars, du kleines Genie! Ja, er hat doch Murmeln mitgenommen. Halte durch, kleiner Tomte. Gut. Gut, gut, gut. Eine weitere Lichtung. Soll ich jetzt nur hingehen? Den Murmeln folgen, würde ich sagen. Murmeln, aber wo ist der Rest vom Tomte? Meistens, meistens. Ich brauche noch einen Hinweis. Noch einen Hinweis, ja. Können wir mal lesen. Es sei denn, wenn ich in Fall Guys wieder falle oder faile. Dann ist vorbei mit dem lieben Ochi. Ja, ja. Hier, Lars Murmeln. Er hat mir einen Hinweis hinterlassen. Ich glaube, das Ding hat ein paar Bäume ausgerissen, um mich auf eine falsche Fährte zu locken. Aber ich bin mir sicher, dass ich näher komme. Halte durch, Lars. Okay. Okay, also wir brauchen mehr Hinweise, ja. Was ist das da? Ein kleiner Haufen Eierschalen. Eierschalen, in Ordnung. Da leuchtet noch was. Uff, Pilze. Ach, uff, Pilze, da sind noch mehr. Einfache Kieselsteine, aber sind nicht die, die wir hinterm Haus hatten, oder? Oh, guck mal hier, 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 hier. Da, da, da. Murmeln. Aha. Lars muss große Taschen haben. Sehr gut. Haben wir ja schon gehört, dass die so viel davon hat scheinbar. Das ist neu. Ich muss ihm auf der Spur sein. Okay. Nee, Spur endet wieder. Hier müssen noch irgendwo weitere Hinweise sein. Was ist da an dem Holz? Was versteckt sich hier darunter? Es ist nur ein paar kleine Steine. Ich darf keine Hinweise übersehen. Ich sollte den Schnee durchwühlen. Wo können wir denn wühlen?
Hol dafür ein Werkzeug, ein paar Pilze. Husch, husch! Verschwindet. Kieselsteine, ja. Aha. Ah, ein Schneehaufen, meine Finger werden schon kalt. Egal. Mach einfach. Ah, ein paar Beeren. Okay, das hat mich jetzt tatsächlich verarscht. Okay, okay, okay. Was haben wir hier hinten? Oh, das ist ein Ausgang. Was? Verfolge deine Schritte zurück. Was? Und wenn ich jetzt hier... Oh, jetzt bin ich wieder hier, Tatsache. Echt? Sollen wir wieder von Anfang anfangen? Naja, aber gut, von mir aus. Ich dachte, da würden wir... Weiterkommen. Wie, noch eine? Wie? Dieser Ort schon wieder? Ich sollte meine Schritte zurückverfolgen. Wie? Natürlich waren wir hier schon mal. Aber ich glaube, das ist trotzdem richtig. Doch, doch, doch. Lass ich mich jetzt nicht beirren. Ah. So. Wir sollen den Schnee durchwühlen. Vielleicht da. Ja, mach das. Mach das trotzdem. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Vielleicht sollten wir die auch besser mitnehmen, falls wir irgendwie eine Spur legen müssen, wer weiß. Tove, Hilfe! Lars, ich bin hier, ich werde dich finden. Die Frage ist, ob wir es rechtzeitig tun und in einem Stück. Diese Fußabdrücke sehen frisch aus. Vielleicht ist er hier entlang gegangen. Achso, hier die. Ja, vielleicht. Und wie ist es mit denen hier? Scheint sich etwas unter dem Schnee zu verbergen. Pilze. X. Schneehaufen, ja, komm, guck trotzdem. Steine. Ja gut, wenn sie schon sagt. Hier ist noch ein Haufen. Hier scheint sich etwas unter dem Schnee zu verbergen. Hat Lars da einen Haufen hingemacht? Nein, Kieselsteine, okay. Also, können wir hier weiter? Ja. Gut. Das sind hier bestimmt wieder Beeren, oder? Die uns so rot anleuchten. Ich mag Beeren, aber diese hier hat er nicht fallen gelassen. Bist du dir da sicher? Wie kannst du dir da sicher sein? Na komm schon. Murmeln. Gut gemacht. Was? Das muss jetzt aber der richtige Weg sein, da will ich mal hoffen. Halte durch, kleine Tomte, ich bin gleich bei dir. Haus rein. Was? Was? Tove? Lars, wo bist du? Was bist du? Hä? Was ist das? Tove! Lars! Okay, das macht sie von allein. Ich schwöre. Moment, ich... Oh, nice. Hä? Was ist geschehen? Lars, wo bist du? War das ein Traum? Ist das ein Traum? Falls ja, wo ist dann Lars? Und falls nicht... Ich muss ihn finden. Er wird bestimmt solche Angst haben. Hä? Was? Wo sind sie hin? Verrückt. Was ist denn da los? Portallichtung. Ich kam zu spät. Lars ist weg und ich weiß nicht wohin. Er war mir so nahe, aber dieses Monster-Ding hat ihn geschnappt und ihn durch dieses, was auch immer das ist, gezogen.
Ich muss einen Weg finden, um zu ihm zu kommen. Es muss irgendetwas oder irgendjemanden in diesem Wald geben, der mir helfen kann. Ich wünschte, Papa wäre hier. Aber vielleicht ist er nicht einmal mehr am... Nein, ich muss daran glauben, dass er es nach draußen geschafft hat. Halte durch, Lars. Ich finde dich. Oh je. Die Hoffnung stirbt zuletzt oder so, ne? Ich glaube nicht, dass sich Lars hier hinter versteckt. Ja, guck halt nach. Nicht. Okay. Okay. Da ist auch noch irgendwie ein Eingang. Oh, ist voll schön hier, oder? Auch hinten. Was ist das denn für ein komischer Turm? Diese Statue ist wunderschön, aber darüber kann ich jetzt nicht nachdenken. Hamm. Ich glaube nicht, dass sich Lars hier hinter versteckt. Aber hier. Ich kann mir das jetzt nicht ansehen. Okay. Warte mal kurz. Eine alte Burg, ja. War sie schon immer hier? Es hat etwas Seltsames an sich. Ja, mach Sachen. No shit. Wir haben eine Waffe. Das Boot ist nicht zu gebrauchen, aber dieses Ruder könnte nützlich sein. Cool. Dann nehmen wir das besser mal mit. Können wir einen Planschi machen? Ich kann nicht hinüberschwimmen. Der Weg ist zu weit. Ich trüge das ja nur. Ist ein Trugbild. Okay, wie war das so? Können wir ein bisschen sparinten? Ja, nee, kein Problem. Nö, das ist so ein Faltruder. Ja, Profi-Ausführung. Was ist das? Eine Tür? Hallo, ist da drin jemand? Lars? Lars, bist du da drin? Okay. Können wir die Tür aufbrechen? Lars! Ich habe jetzt nicht ernsthaft damit gerechnet, dass das funktioniert. Wie hat sie denn das... Was? Wie, was? Ich habe das eigentlich nur aus Spaß gemacht, aber okay, gut. Hat wohl funktioniert, die damit zu öffnen. Ich gucke mich trotzdem erstmal weiter um. Ja, oder? Die werden hier nicht aus Scheiß sein. Das ist schon richtig. Das ist allerdings sehr richtig. Das sieht ja auch irgendwie nach einem... Oh, einem Eingang aus. Krass. Wow, genau, dieser Baum ist riesig. Er muss sehr alt sein. Was machen diese Raben da? Ja, klopfen. Ja. Interessant. Sehr alt. Was sind das für Dinger? Sehen aus wie Türen, aber ich kann keinen Weg finden, sie zu öffnen. Nimm doch ein Ruder. Auf jeden Fall haben wir verschiedene Symbole. Okay, und das wird sicherlich dafür da sein. Scheint eine Tür zu sein, aber sie lässt sich nicht öffnen. Ja, die zu öffnen. Gehe ich mal von aus. Okay. Wir lesen mal kurz. Oder was auch immer uns das Buch sagen will. Kapitel 2. Ach du Heilige, was? So viele Notes? Echt? Baum der Türen, einsame Burg, ja. Okay. Warte mal. Wenn ich hier irgendwo drauf drücke, dann springe ich zu dem Kapitel. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Quick-Teleport oder sowas. Nee. Sondern der springt dann dahin. Okay. So, was ist denn hier? Was ist denn hier Phase? Ich wünsche, Papa wäre hier. Genau, das hatten wir. Drüben auf der anderen Seite des Sees kann ich eine riesige, alt aussehende Burg sehen. Ich erinnere mich allerdings nicht daran, sie schon einmal bemerkt zu haben. Sie wirkt wichtig, aber unheimlich. Ich habe einen erstaunlichen Baum gefunden. Er ist so groß, dass ich hineingehen konnte. Er war voller Raben, die auf ihn einpickten. Schreckliche Dinger. Ich wünschte, ich könnte sie vertreiben.
Wieso gibt es in diesem Wald nur so viele Raben? Na, so wie überall hier, wa? Ja. Hier ist auf jeden Fall ein Rabe. Okay. Können wir denn prinzipiell auch hier woanders hingehen? Vermutlich nicht? Okay. Ach so. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, aber gut, dann eben nicht. Ich probiere es noch kurz hier links. Nee. Können wir nicht. Na gut, dann testen wir das hier. Ja, Baumaugen. Hatte der andere Baum auch Augen oder haben sie ihm die Raben... Du siehst uns, Menschenkind. Oh, jetzt wünschte ich, dass ich schon den Button hätte für die Effekte, Stimmeffekte. Ja, ihr seid... Echt? Wir sind der Baum der Sehenden, Kind. Wer bist du? Warum bist du hier? Tove. Wir können sehen, dass du dich verlaufen hast. Nein, du hast verloren. Bitte, mein Bruder Lars. Er ging in etwas hinein, ein Licht, und darin... Das Portal wurde geöffnet. Ein Portal? Ja, wie kann ich es erneut öffnen? Gar nicht. Warum nicht? Und du bist ein Menschenkind. Nur die Jötnar können das Portal beschwören. Jötnar? Riesen? Die Wächter unseres Reichs. Wo sind sie? Haben sie meinen Bruder? Sie sind vor langer Zeit verschwunden. Wir wissen nicht, wohin. Bitte, ich muss sie finden. Ich kann sonst nirgendwo hin. Unsere Augen können nicht mehr jenseits dieses Ortes blicken, aber vielleicht... Ja. Wenn du dem Wald hilfst, hilft er dir im Gegenzug vielleicht auch. Wenn du über deine Angst hinwegsehen kannst. Schluck. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Unsere Mutter befindet sich auf der anderen Seite der Lichtung. Vielleicht könntest du ihr helfen. Der Baum mit den Schnitzereien und Raben. Sie halten sie von uns fern. Sie suchen den Wald heim, blenden uns. Ich werde sie ihr fortschaffen. Ich werde einen Weg finden. Sehr gut. 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 Läuft. Ein Baum mit Augen? Warum ist plötzlich alles so seltsam? Der Baum hat mit mir gesprochen, aber ich habe keinen Mund gesehen oder Zähne. Zum Glück. Er will, dass ich ihm helfe und seine Mutter finde. Dann hilft er mir im Gegenzug vielleicht auch. Er scheint Dinge zu wissen. Über den Wald und was immer hier vor sich geht. Ich muss ihm vertrauen. Ich sollte mich irgendwann wieder mit ihm unterhalten. Okay. Gut. Okay, hier können wir im Moment nichts machen. Ich versuche mal weiterzugehen. Erkunden erstmal, was wir können. Ah. Hier ist auf jeden Fall ein Pilz. Oh, mehrere. Ah. Hey. Lustig. Okay, da sehe ich doch ein Haus. Oh, hier geht's auch noch weiter. Ein bisschen. Das ist doch ein Haus. Ja, auf jeden Fall. Aber hallo. Die Pilze sind cool. Huch. Oh. Das ist voll geil hier. Das ist voll nice. Ja, die haben Angst. Braucht doch keine Angst zu haben. Ja. Wir treten schon nicht auf euch drauf. Nicht freiwillig. Ist doch hier Edith Finch Haus, oder? So ein bisschen. Nee. Bitte was? Oh. Was?
Bah. Ist das ein Troll? Oh. Oh, der hat was im Rücken stecken oder im Arm. Aber jede Menge. Aua, arme Hilde. Hallo? Bist du? Brauchst du Hilfe? Ein Menschenmann. Dessen Mann? Was? Ein Menschenmann. Du bist gekommen, um Hilde wieder weh zu tun. Nein, nein, ich will dir helfen. Ich bin ein Mädchen, kein Mann. Ich wollte schon sagen. Bist du ein Troll? Trollhilde, ja. Entschuldigung. Trollhilde, ja. Mädchen, du willst Hilde helfen? Ja, wenn ich es kann. War es das Problem? Menschlicher Dorn sticht Hilde. Hilde kann sich nicht erinnern, wann. Hilde ist lange gestanden. Wollte nicht zu Stein erstarren. Oh, das ist schrecklich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Vielleicht von der Brücke aus, oder? Das wäre doch super. Ich habe eine Trollfrau getroffen. Eine Trollfrau. Sie war riesig und furchteinflößend. Das Bild ist irgendwie cool. Furchteinflößend, aber eigentlich ganz nett. Vielleicht sind sie ja gar nicht so schlimm, wie es die Geschichten glauben machen möchten. Lars wäre so eifersüchtig. Vielleicht können wir sie besuchen, wenn ich ihn gefunden habe. Wenn ich ihn finde. Oh, okay. Ja. Miss Universe, ey. Gut, ja, ich würde sagen, wir gehen mal... Wir gehen mal auf die Brücke. Ich glaube aber, irgendwas wird uns noch fehlen, um zu helfen, oder? Ah, mal gucken. Dorn, das ist ein rostiger Dolch. Und er steckt fest. Und was ist mit den ganzen Pfeilen? Hm, nun gut. Oh, ich komme nicht ran. Mädchen kann Dorn herausziehen? Ja. Dann sucht Hilde ihr Trollgold. Hm, Trollgold. Ich werde einen Weg finden. Gut. Schön. Vielleicht mit einem Stück Seil oder so. Ich möchte natürlich auch zu diesem Haus. Aber eins nach dem anderen. Können wir erstmal nach links gehen? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Ist was? Boah, echt? Auf sowas muss man aufpassen. Sind ja wirklich kleine Dinge. Seht ihr das? Warte mal. Da, das leuchtet ein ganz kleines bisschen. Ja. Und, was haben wir davon? Was für ein wunderschöner Kokon. Und unversehrt. Das lässt sich ändern. Ah ja, für die Sammlung. Okay. Wie? Ist der unversehrt? Sieht eher aufgebrochen aus, aber gut. Verlassener Kokon. Uh-huh. Das ist ja echt eher so ein Sammelgegenstand. Eine Rabenschnitzerei? Ich frage mich, wer sie gemacht hat. Ach so, ja, sind gar nicht echt, ne? Aber sie hat definitiv etwas Furchteinflößendes an sich. Ja, also ganz ehrlich, das ist nicht das Schlimmste, was wir jetzt hier die ganze Zeit gesehen haben. Aber gut. Noch eine Schnitzerei und noch eine Rabe? Ja. Ja. Scheinbar. Hier, noch mehr, viel mehr. Ah ja. Wer hat all diese Rabenschnitzereien gemacht? Oh. Ah. Nester. Cool. Und hier noch ein Haus, das ist allerdings sehr eingeschneit, wa? Sie sind wirklich wunderschön geschnitzt. Aber warum so viele? Ja nun, wenn hier jemand ein paar Jährchen Zeit gehabt hat. Sag mal. Das ist jetzt aber nicht unser Haus mit dem Loch im Dach und so, oder? Wobei, kam das von der Seite oder kam das eher von der Seite, nicht von der Seite? Hm, naja, egal, wir gucken mal. Ja. Ist das ein Haus, das darunter begraben ist? Ja, ja.
Dann gehe ich mal aus. Das ist ja alles höchst merkwürdig. Oh, was ist das denn da? Links. Tentakel. Okay. Hä? Ja, okay. Eine alte Matratze, extra groß. Ich frage mich, warum die Familie von hier weggegangen ist. Na, vielleicht, weil das Haus zu zwei Drittel im Schnee vergraben wurde. Papa würde diesen Ort lieben. Hier noch was machen? Ja. Handgeschnitzte Raben, sie sehen so echt aus. Also jemand mag auf jeden Fall Raben. Oder versucht die Raben abzuhalten mit den Schnitzereien. Mal fernzuhalten. Hier müssen sie, die hergestellt worden sein, die da draußen stehen, ja. In der Tat. Okay, was haben wir hier? Eine Dose Haferflocken. Ganzes Fass. Haferflocken, aha. Ausgerechnet. Ich habe eine sehr alte, fast komplett eingeschneite Hütte gefunden. Sie gehörte offenbar einem Waldarbeiter. Ich frage mich, ob es der Waldarbeiter aus der Geschichte war. Okay. Eine seltsame Aura. Ach so, der Waldarbeiter aus der Geschichte, die wir gelesen haben, oder was? Hat ja jemand rumgehackt, ne? Eine seltsame Aura umgibt diesen Ort, als wären all die Geschichten, die ich gelesen habe, hier Realität. Der Hütte war ein Gitterbett und Schnitzereien von Raben, aber sie scheint eilig verlassen worden zu sein. Hatte es irgendjemand oder irgendetwas auf die Bewohner abgesehen? Ja, die Raben. Dabei musste ich gleich an unser armes Haus denken und an Papa. Ich muss weitergehen, daran glauben, dass es ihm gut geht. Bin sehr gespannt, was sich da noch ergibt. So, werden wir uns damit hier wehtun? Diese Bärenfalle sieht furchtbar gefährlich aus. Die ist gespannt, oder? Diese Dinger sind wirklich grausam. Vorsicht. Vorsicht. Hamm. Ich weiß nicht, ob ich der traue, aber okay. Gut. Hallo? Was für sie? Holzspäne. Ach so. Vielleicht hat hier ein Zimmermann gelebt. Zimmerman. Das ist, glaube ich, inzwischen relativ klar, ja. Wer auch immer hier gelebt hat, hat ein Gitterbett gebaut. Nicht nur das. Da ist doch was drin. Ist das eine Rabe? Nee, irgendwas anderes. Hä? Ist da etwas drin? Hey, kleine Kreatur, möchtest du nicht herauskommen? Bist du dir da sicher? Ich verstecke mich, verschwinde. Warum versteckst du dich denn? Für den Fall, dass sie zurückkommt. Wer? Sie, dummer Mensch. Es tut mir leid, hungrige Kreatur. Erzählst du mir davon, wenn ich einen Snack für dich finde? Ein Snack. Knorke, will sie wahrscheinlich sagen. Vielleicht. Ja, wär's mit Haferflocken. Mal testen. Also, oder Alternativen, können wir die mit denen ausstatten? So als Köder, dachte ich. Das wäre eine Verschwendung guter Haferflocken. Wie? Was? Wie? Was? Okay. Aber wir brauchen doch einen Snack. Ein Schneck. Können wir denn nur mal so... Es muss eine bessere Verwendung geben. Na gut. Was für ein Snack soll es denn sein? Wählerische Kreatur. Na gut, die Kreatur, die würde... Ja, nein, nein. Das wollte ich ja... Ich wollte es nur mal aus wissenschaftlichen Gründen testen, ob das geht. Ich hätte es natürlich nicht gemacht. Nee. Die Kreatur würde die Haferflocken bestimmt nehmen, aber wir sind irgendwie... auf andere Dinge bedacht. Na gut, von mir aus. Okay. Müsst ihr mir jetzt nicht glauben. Ja. So, Tentakel. Hallo. Igitt, was sind das für Dinger? Vielleicht kann ich sie zerschneiden. Voll gemein.
Voll gemein. Zerschneiden, ja, schön und gut, aber das ist nicht richtig. Ups. Okay, zerschneiden. Hat man noch irgendwelche Werkzeuge drin? Es würde sich so anbieten, oder? Wenn hier Holz bearbeitet wurde, dann müsste es doch, müsste es eigentlich Werkzeuge geben. Es sei denn natürlich, die wurden mitgenommen. Was nicht unwahrscheinlich ist. Aber, ganz kurz was gucken. Diese Blume, die lacht mich irgendwie so an. So bunt. Ist wohl nix. Wir können ja mal zu diesem anderen Haus gehen. Beziehungsweise, ich sag euch, wie das ablaufen wird. Wir werden zu dem Tor gehen und feststellen, dass es geschlossen ist. Das wird geschehen. Trollhülde. Na, ah, hier sind auch diese Blumen. Die lilanen. Okay, oh, was ist das denn hier? Aha. Huch. Was hat das hier draußen zu suchen? Was ist es denn? Ist das ein Grabstein oder? Okay, gut. Ah, sehr gute Idee. Das ist eine gute Idee, aber dann müssen wir erstmal rankommen. Oh. Es ist versperrt, aber hallo. Ich wette, ich kann einen Weg finden, es zu öffnen. Mit der Bärenfalle die Kette durch Dingsen beißen. Okay. So nicht. So nicht. Gut. Ansonsten, wir könnten eventuell mit den Haferflocken die Raben bei der Mama, beim Mama-Baum versuchen anzulocken, oder? Ob wir da auch noch die Falle dafür benutzen müssen, weiß ich nicht. Aber wir können ja hier erstmal reden. Wie sieht es mit unserem Mutterbaum aus? Wir können ihn immer noch nicht fühlen. Die Raben wollen nicht verschwinden. Täglich kommen mehr. Wir hören sie. Wir spüren ihre Schnäbel auf unseren Ästen. Die Raben mögen wir ja nicht, oder? Da ist so eine Falle durchaus adäquat. Habt ihr, also das denkt ihr jetzt. Ich ja nicht, aber ich weiß doch genau, was ihr wollt. Ja. Smirk. Oh. Hallo, bist du der große Mutterbaum? Die Raben. Sind das deine Augen? Muss sie verscheuchen. Nun ja. Wir probieren es erstmal auf die lustige, brave Art. Verschwendung. Okay. Und wie wäre es damit? Nichts passiert. Schön. Und irgendwo sonst hier, ja, mit der Tür, das macht keinen Sinn. Scharf, bissig und grausam. So scharf ist sie, okay. Sind aber sonst keine Stellen. Sind einfach keine Stellen, wo ich die hinlegen könnte. Das ist das Problem. Nee, das ist irgendwie noch nicht das Richtige. Das ist irgendwie noch nicht das Richtige. Sei denn, wir können die hier irgendwie anwenden. Nee, es macht keinen Sinn. Das ist es noch nicht. Alles cool. Die Pilze da in dem Baum, die verstecken sich nicht gerade, eher im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Die werden erst richtig munter. Okay, also lass mal überlegen. Vielleicht haben wir im Haus auch noch irgendwas übersehen oder so.
der Falle konnten wir die Kette hier nicht kaputt machen. Macht es Sinn, die Raben irgendwie hier hinlocken zu wollen? Nee, ne? Nee. Das glaube ich nicht. Aber wir müssen dem doch einen Snack geben können. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Wir haben etwas zu essen. Wir brauchen einen Snack. Und dann will die ihn nicht verwenden. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Falle beim Troll. Was? Was? Damit könnte es klappen, aber was dann? Was? Echt jetzt? Müssen wir da vielleicht noch ein Seil dran machen oder so? Kann das eventuell sein? Dann haben wir so eine... Naja, so eine Zange, mit der wir da was abzuppeln können, dann hochziehen, oder? So von hier aus. Ja, vielleicht. Die will er nicht, ne? Ja. Ha! Also, was der Ochi da wieder probiert. Also, unverantwortlich. Na gut, sehe ich ja ein. Hier hinten hin? Ja, wo läuft sie denn? Okay. Panorama, Bruder? Ach, dafür gibt's also ein Abzeichen. Das ist ja lustig. Aha. Vielleicht, weil wir so lang hier schon rumlaufen oder so. Na gut. Ansonsten... Ach so, Moment. Wir können ja hier hoch. Die leuchtete ja auch noch. Ja, 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 ja. Oh. Können wir eventuell ein Ei klauen? Nester, ich frage mich, welche Vögel sie gebaut haben. Ja, keine Ahnung. Du, kann ich dir nicht erzählen, kann ich dir nicht sagen. Das waren bestimmt, also es waren keine Raben. Das steht fest. Völlig leer. Und hier? Wozu wurde diese Plattform gebaut? Haben sie die Nester für irgendetwas gebraucht? Essen besorgen? Vielleicht hat jemand einen Schatz in ihnen versteckt. Vielleicht auch nicht. Nichts? Das war's? Ach, da hinten ist noch eins. Ja. Das letzte. Yes. Da drin ist eine Haarnadel. Das ist nicht das, was ich erwartet habe, aber gut. Eine Haarnadel. Mit einer langen, robusten Spitze. Okay. Gut, eine Spitze. War an der Kette, war da ein Schloss dran? Damit könnten wir das vielleicht picken. Was ist das hier für eine... Was sind das für Markierungen an den Bäumen? Eine Spitze, okay. Können wir die damit pieksen? Nee, das wird das Schwert sein, da bin ich mir... Ja, bin ich mir relativ sicher. Es klingt so plausibel. Oh, oh, oh. Vielleicht wirklich am Tor. Können wir probieren? Ich guck mal ganz kurz, wo ich hier gerade bin, ja? Wo ich hier gerade bin, gucke ich nur mal kurz, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Ein Objekt. Kleine Fliege. Nicht in den Café. Also. Nee, aber hier blinkt ansonsten nichts. Nur er hier. Ups. Aber das geht ja nicht. Na, sagen wir ihm einfach so ins Gesicht. Das wäre jetzt eine Verschwendung, die für dich zu verbrauchen hier. Ja, genau. So macht man sich Freunde. Wie immer zum Tor. Ich könnte jetzt nicht beschwören, ob da ein Schloss dran war, aber andererseits, wie soll die Kette ansonsten ja, geschlossen sein, ne? Mit einem Knoten eher nicht. Das glaube ich nicht, aber wo sollen wir jetzt die Lockpicking-Skills herhaben? Er hat ja schon gesagt, hier Knotenkurs, ne? Aber Lockpicking war jetzt, glaube ich, nicht dabei.
Das ist ja quasi dasselbe. Das kann sie. Sowas kann sie halt. Na, mal gucken. Hier. Ja, ein großes Schloss, in der Tat. Ja. Dann machen wir das doch mal. Also, wenn ich hier ein bisschen wackle und hier ein wenig andrücke und dann verschwindet die Kette einfach. Ich hätte nicht erwartet, dass das funktioniert. Das, ja, das kann ich nachempfinden, dieses Gefühl. Ah ja. Das ist ein großes Haus. Ein großes Haus. Okay, ja, nicht hier drauf latschen. Nick Bengston, 1750 bis 1812, ein König unter Menschen. Die Kirche vielleicht, oder? Schon sehr pompös, ehrlich gesagt. Marlin Hansen, 1868 bis 1933, ein weiterer Stern am Himmel. Er ist komplett abgenutzt und vergilbt. Ich kann nichts lesen. Schade. Sehr alt sein. Johannes Möller. Bis zu unserem nächsten Treffen. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Oh, ich muss niesen. Tja, hui. Hallo. Oh, das sieht genauso aus wie der Grabstein oder dieser Stein. In dem einen... Baum. Noch einer dieser Bäume. Hm. Hallo, kannst du deine Augen öffnen? Ja, ja, ja. Ich muss herausfinden, was hier los ist. Wir müssen herausfinden, wie das funktioniert. Hm. Interessant, interessant. So, und hier rechts sind noch weitere Steine, nicht wahr? Olaf Kellström. Gefangen, aber nicht verschollen. Und hier ist noch ein kleines Haus. Stickmüller, du hinterließt keine Spur wie ein gutes Lagerfeuer. Okay. Keine Spur hinterlassen. Hm. Nun gut. Er ist komplett beschädigt. Ich kann nur anders und Bauch lesen. Wie seltsam. Ah. Das ist wahrscheinlich die Kapelle von dem Friedhof oder so, ne? Ragnvald Petersen, Valhalla wartet. Okay, einen Moment. Gucken noch hier. Vollständigkeit halber. Sieht aus wie ein Familiengrab der Markessons. Oh, oder es ist eine... Hier steht, dass ihre Tochter den nassen Tiefen zum Opfer fiel. Okay, wie schrecklich. Hamm. Düstere Gedanken. Wir haben alle gelesen, ne? Ja, oder es ist hier so ein, wie heißt es? Eine Grotte. Ja. Ja. Man nennt es auch Rätsel. Wozu dient dieser Ort? Dieser Ort wirkt alt und traurig. Für wen ist das? Anka Blomqvist. Oh. Das sind sehr kurze Zeiträume. Birgitta Olsen, Davin Moller. So viele Namen. Und alle waren im selben Alter wie Lars. Ist das etwa früher schon passiert? Oh. Ach so. Ach so, ach so. Was haben wir hier? Was ist das? Der Boden hier sieht aufgewühlt aus. Wurde etwas vergraben. Das sieht nach einer großen Steinscheibe aus. Hm, müssen wir wahrscheinlich irgendwie buddeln, wa? Hab eine sehr alt aussehende Kirche entdeckt, mit einem kleinen Friedhof dran. Sieht so aus, als wäre sie ebenfalls verlassen. Hoffentlich befinden sich darin keine Monster, wie offenbar überall sonst hier.
Neuigkeiten. Ich habe eine Gedenkstätte auf dem Friedhof entdeckt, in die unzählige Namen eingraviert waren. Den Daten nach zu urteilen, waren das alles Kinder. Ich weiß nicht, was hier geschehen ist, aber ich bekomme ein wirklich schlechtes Gefühl. Irgendwas steckte daneben im Boden, eine Art große Steinplatte. Ich konnte sie mit bloßen Händen nicht herausziehen, aber vielleicht komme ich später zurück, um sie auszugraben. Werden wir uns das irgendwie merken können? Ich weiß es nicht. Da bin ich mir nicht so sicher, aber ihr werdet euch das schon merken, oder? Stimmt. Mehr Namen. Ruht in Frieden. Wer auch immer ihr seid. Ein ganz mieses Gefühl, das kenne ich. Das Gefühl kenne ich bei so Spielen. Oh, hier haben wir was. Ah, das sind kleine Teile einer Eierschale. Das kommt gleich ins Tagebuch. Wie sie guckt. Okay. Die Gesichter sind manchmal ein bisschen komisch. Hier. Ja, Schalenstücke. Tatsache. Okay, naja, und dann haben wir noch das hier. Dieses Ding hält etwas an Ort und Stelle. Okay. Nichts passiert. Da kommt wahrscheinlich dieser Stein dann drauf oder so. Ich bin mir nicht sicher. Hallo, Spydark. Na, lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Mensch, Spydark, schön, dass du hier bist. Wie geht es dir? Erzähl, was hast du gemacht? Oh, was ist denn los? Was ist los? Was ist passiert? Hatten wir den Grabstein schon? Hatten wir den? Ah ja, Valhalla wartet. Richtig. No. Ja, echt. Ich will dir ja nicht in den Abend versauen. Das tut mir sehr leid. Huch! Ein Troll! Hallo? Oh nein, ich glaube, er ist zu Stein erstarrt. Armer Kerl. Können wir ihn nochmal... vielleicht gehört er ja auch zum Friedhof quasi. Ist nicht. Weiß. Auf jeden Fall, irgendwie alles sehr... Naja, also... Erstaunt jetzt vielleicht nicht so sehr auf einem Friedhof, aber wirkt alles sehr tot hier, ehrlich gesagt. Das verlassene Haus. Der Friedhof. Verlassene Gedenkstätte da. Brüderchen ist auch verschollen, also irgendwie. Okay, die Kirche mit Kirchenmaus. Ja. Es wirkt auch sehr verlassen. Lange niemand hier gewesen. Noch mehr Gräber? Ja, ich weiß nicht. Oder nur ein Denkmal. Sie müssen einmal sehr wichtig gewesen sein. Karl Carlsson. 1623. Also, wir haben Symbole. Ich weiß nicht, ob das jetzt Symbole sind, die wir auch schon in dem... ein Seil. Sehr geil. Ja, Mann. Ob das die Symbole sind, die wir auch in den Bäumen schon gesehen haben. Gucken, sieht so aus, als wäre schon sehr lange niemand hier gewesen, sage ich doch. Sag ich doch. Oleg Petersen, 1326. Ja. Karl Bauer, 1236. Huch, okay, die Kamera ist noch so komisch. 1200, das ist ja richtig alt. William oder wie auch immer. Olfsson. 1263. Okay, oh Mann, seht ihr das da? Ein Mini-Dingsi. Ein Käferpanzer. Kommt in die Sammlung. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist ja ein ganzer Käfer. Nice. Sieht so aus, als gäbe es darunter einen Raum. Ich glaube nicht, dass ich stark genug bin, um es weiter aufzukriegen.
Das da reinstopfen, ne, das werden wir anderweitig benötigen. Ich probiere mal die Sachen hier zu kombinieren. Ja. Da habe ich ein feines Gerät gebaut. Okay, okay, okay. Ja, beim Mama-Baum, ne? Da waren eigentlich die meisten Symbole. Dass irgendwas damit zu tun haben wird. Mal gucken. Mal gucken. Hm. Musst du noch ein paar Sachen verticken? Gut. Gut. Sehr gut. Kommerz. Irgendjemand hat hier ein Buch liegen gelassen. Genau. Ein Kirchenbuch. All diese Namen. Wow. Menschen, die vor sehr langer Zeit gelebt haben. Ja, ja. Ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. Dinosaurierknochen werden wir auch noch finden. Wenn wir hier noch weiter stöbern, erfinden wir die Kirchen und Gräber der Dinosaurier. Da kommen wir noch hin. Ich hoffe, diese Leiter ist nicht allzu morsch. Nur ein bisschen. Huch! Was für ein Ausblick. Ja, pass auf. Alter, bist du dir da sicher, dass das eine gute Idee ist? Ja, hier runterjumpen. Hey. Können wir da dran klopfen? Sie sieht sehr schwer aus. Die denkt jetzt nicht ernsthaft drüber nach, die runterfallen zu lassen, oder? Mal gucken. Irgendwann werden wir Hunger kriegen. Wir haben ja auch einen schönen See. Vielleicht können wir da echt noch angeln. Ja, ja. Ja. Ja, müssen wir machen. Müssen wir machen. Machen wir alles. Aber wir müssen doch hier erstmal erkunden. Warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal hier. Was wir hier Schönes haben. Alter, wir können das Ding sowas von runterballern lassen. Dieser Ort fällt auseinander, aber aus irgendeinem Grund steht noch alles. Was ist denn das für eine Aussage? Aber gut. Ach, ja. Was für eine wunderschöne Blume. Haben wir die jetzt? Ja, haben wir. Eine Flüster... Was? Flüsterrebenblume. Mama mochte diese Blumen sehr. Aha. In Ordnung. Ein Pfarrregister. Es enthält die Namen aller Kirchenmitglieder seit dem 18. Jahrhundert. Na gut, das ist ja noch nicht so lange her. Relativ betrachtet. So, aber das hier können wir nicht verwenden, oder? Hm, vielleicht mit dem Schwert auch. Eventuell. Vielleicht. Was haben wir jetzt mit der Blume? Hm. Ah, mal gucken. Mal gucken. Hätten sie hier bloß eine Rutsche gebaut? Oh. Guten Abend, Leon. Wunderschönen Abend hier auch. Wie ist das Wertebefinden? Ah ja, Spider guckt auch Bundesliga. Okay. Deswegen geht's bestimmt nicht so gut, weil das falsche Team gewonnen hat. Eventuell. Wer weiß. Viel Spaß. Lass dich nicht aufhalten. Der Ochi ist auch nur ein ganz kleines bisschen traurig, wenn du gehst. Nein, alles gut. Alles gut. Siehste? Siehste? Okay. Ja gut, dann jetzt aber auf. Wir haben etwas... Wir haben eine konkrete Idee. Das ist in einem Adventure schon mal nicht so schlecht. Das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Hier. Ja. Was haben wir da Feines gebaut? Pack sie nicht am Kopf. Was? Bitte friss mich nicht, wenn das nicht klappt. Ja, klar. Au. Geschafft. Fühlst du dich jetzt besser, Trollhilde?
Keine Dornen mehr. Menschenmädchen ist mächtig. Kann Hilde jetzt Mädchen helfen? Na, will ich auch hoffen. Vielleicht weißt du, wo ich die Jötner finden kann. Wächter? Nein, aber manchmal spürt Hilde, wie sie sich im Schlaf umdrehen. Hilde ist sich sicher, dass sie nicht so weit weg sind. Knurren aus dem Westen. Trollhilde geht zur Höhle, versucht sich zu erinnern, wo Trollgold ist. Oh, danke. Nette Trollfrau. Huch! Was? Hatten die keinen Bock, eine G-Animation zu machen, haben ja so gelöst, oder was? Ah, ist auch schön. Nette Trollfrau. Vielleicht ist hier ein Wächter ganz in der Nähe. Ah, im Westen, ja. Neues Abzeichen. Trollfreund. Ja, nice. Das Bild ist ein bisschen creepy, aber okay. Sehr, sehr schön.